Wir wollen Ihnen heute die Simulation und den Aufbau eines LNAs für das DAB-Band erläutern. LNA steht für Low Noise Amplifier und ist ein elektronischer Verstärker, welcher in der HF-Technik eingesetzt wird. Er wird dazu verwendet, die schwachen Empfangssignale, die an der ersten Verstärkerstufe ankommen, zu verstärken. Der LNA zeichnet sich dabei vor allem durch seine Rauscharmut aus. Bei der Entwicklung eines LNAs ist es wichtig, einen Kompromiss zwischen einer möglichst geringen Rauschzahl und einem hohen Gewinn zu erzielen. Im Zuge der Vorlesung HF-Technik hatten wir die folgenden Spezifikationen für den LNA. Er soll für das DAB-Band 3 entwickelt werden, welches für den Frequenzbereich von 174,169 MHz bis 239,968 MHz spezifiziert ist. Der Gewinn soll mindestens 15 dB betragen und der LNA sollte möglichst gut angepasst sein. Die Parameter S11 und S22 sollen besser als minus 10 dB sein. Die Simulation des LNAs erfolgt mittels des Programms Qux. Qux ist ein Open-Source-Simulationsprogramm, in das SPICE-Programme eingebunden werden können. In diesem Fall wird das entsprechende Simulationsmodell für den angestrebten Arbeitspunkt des HF-Transistors eingebunden, um die Werte entsprechend simulieren zu können. Das erste Schaltbild stellt den komplett fertigen LNA mit seinem Anpass- und seinem Vorspannungsnetzwerk dar. Der in dem eingekreisten Bereich der Kasten ist der HF-Transistor. Wir haben hier den HF-Transistor BFP450 von Infineon verwendet. Als erstes wird das Anpassnetzwerk des LNAs entworfen. Dabei wird mittels Qux ein entsprechender Anpasspunkt im Smith-Diagramm gesucht und dann der Ein- und Ausgang des HF-Transistors mit Hilfe von Qux angepasst. Die eingekreisten Bauteile, die Spulen und die Kondensatoren stellen dabei jeweils das Eingangs- und Ausgangsanpassnetzwerk des HF-Transistors dar. In dem hier dargestellten Smith-Diagramm sind Kreise äquivalenter Verstärkung in lila und äquivalenter Rauschzahl in grün angegeben. Die Kreise haben dabei in gleichmäßigen Abständen unterschiedliche Werte für die Verstärkung bzw. für die Rauschzahl. Der rote Kreis zeigt den Stabilitätsfaktor K an. Außerdem können die Punkte für S11 und S22 abgelesen werden. Dadurch kann die Anpassung bestimmt werden. Man versucht zwar, die bestmögliche Anpassung zu erreichen, also S11 und S22 so nahe wie möglich an den Ursprung zu bringen, jedoch muss in den allermeisten Fällen ein Kompromiss für eine vernünftige Verstärkung eingegangen werden. Im kartesischen Diagramm sind alle Parameter nochmals über den gewünschten Frequenznutzungsbereich aufgetragen. Der wichtigste Parameter ist der Stabilitätsfaktor K, welcher überall größer 1 sein sollte, wodurch man absolute Stabilität für alle angeschlossenen passiven Komponenten erhält. In diesem Diagramm wird das Ergebnis der Simulation über den gesamten Frequenzbereich dargestellt, um auch die Stabilität außerhalb des Arbeitsbereiches sicherzustellen. Nun wird das benötigte Vorspannungsnetzwerk dimensioniert. Dafür wird eine SPICE-Simulation in Qux mit dem von der Herstellerseite heruntergeladenen SPICE-Modell des Transistors durchgeführt. Das Ergebnis der Simulation ist in den Kennlinienfeldern dargestellt. Man kann nun die benötigte Basis-Emitter-Spannung für den gewünschten Arbeitspunkt ablesen. Beim Vorspannungsnetzwerk ist es wichtig, die HF-Signale mittels geeigneter Induktivitäten von der Gleichspannungsversorgung abzukoppeln. Für den Aufbau des Verstärkers waren bereits vorgefertigte Platinen vorhanden. Allerdings mussten noch die Durchkontaktierungen gemacht werden, was im linken Bild zu erkennen ist. Auf dem rechten Bild ist der Aufbau zu erkennen. Dabei wird gerade ein Bauteil mittels einer Pinzette auf die Platine gesetzt und anschließend auf der Platine verlötet. Auf diesem Bild ist der fertig aufgebaute LNA zu sehen. Dabei wird links und rechts über die SMA-Stecker das Signal zum LNA geführt bzw. von diesem zur nächsten Stufe hinweggeführt. Über das blaue, rote und grüne Kabel wird die Gleichspannung des Vorspannungsnetzwerks angelegt.
Nachdem der LNA aufgebaut wurde, mussten noch diverse Messungen durchgeführt werden. Dabei haben wir einmal sein Spektrum mittels des Spektrumanalysators aufgenommen. Dabei ging es vor allem darum, den Gewinn des LNAs zu ermitteln. Dabei wurden am Signalgenerator minus 20 dBm eingestellt und über ein 20 dB Dämpfungsglied gegeben. Dadurch ergibt sich am Verstärker, wie man auf dem Bild erkennt, ein Wert von minus 24 dBm, was bedeutet, dass unser LNA eine Verstärkung von 16 dB besitzt. Die Messung über den Frequenzbereich zeigt die Werte der verschiedenen S-Parameter. Dabei ist ersichtlich, dass die Werte für S11 und S22 besser ausfallen als in der Simulation errechnet. Bei der Betrachtung des Diagramms ist allerdings darauf zu achten, dass die Achsenbeschriftungen sich auf den Parameter S22 beziehen. Die Werte für S11 sind über der Abbildung anders festgelegt und müssen beim Betrachten dieses Wertes beachtet werden. Außerdem ist zu erkennen, dass über die simulierten Bereiche die Parameter S22 und S21 weitestgehend konstant sind, wohingegen S11 mit zunehmender Frequenz abfällt. In diesem Bild können Sie nochmal die Ergebnisse aus der Simulation mit den tatsächlich gemessenen Ergebnissen vergleichen. Abschließend noch ein kurzes Fazit. Bei diesem Projekt war vor allem das Anpassen des Transistors in Bezug auf seine Stabilität ein Problem. Dabei war es für uns lange nicht möglich, den Transistor ohne Bedingungen an den Abschlussstellen zu müssen anzupassen. Erst die Spule L1 sorgte dafür, dass der Transistor stabil wurde. Dabei kam das Problem wahrscheinlich daher, dass der Transistor als solcher eigentlich für einen höheren Frequenzbereich ausgelegt ist als der des DAB-3-Bandes. Dieses Labor zeigt, dass es allerdings grundlegend nicht sehr viel benötigt, um einen funktionierenden LNA zu entwerfen und aufzubauen. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und hoffen, Sie haben Ihre Freude mit diesem Video und konnten einige neue Erkenntnisse daraus ziehen.